Hallo und herzlich willkommen bei den Haas Steuernachrichten. Aktuelle steuerliche News rund um Corona finden Sie nach wie vor unter dem Link in der Videobeschreibung. Ich habe heute folgende Themen für Sie dabei. Erstens, Umsätze aus Geldspielautomaten sind umsatzsteuerpflichtig. Zweitens, Gewerblichkeit der Tätigkeit eines externen Datenschutzbeauftragten. Und drittens, Weiterverkauf von Champions League-Tickets ist ein privates Veräußerungsgeschäft. Der BfH hat mit seinem Urteil vom 11.12.2019 seine frühere Rechtsprechung bestätigt, dass die Umsätze eines Geldspielautomatenbetreibers umsatzsteuerpflichtig sind. Auch Unionsrecht steht dem nicht entgegen. Der Kläger war der Meinung, dass seine Umsätze mangels Leistungsaustausch nicht der Umsatzsteuer unterliegen, da es vom Zufall abhängig ist, ob ein Spieler gewinnt oder nicht. Das sah der BfH jetzt anders. Aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften sind die Automaten technisch so eingestellt, dass ein bestimmter Prozentsatz der Spieleinsätze als Gewinn an die Spieler ausgezahlt wird. Dem Betreiber verbleibt also für die Bereitstellung der Spielgelegenheit zeitbezogen ein durchschnittlicher Gewinn. Er weiß bis auf wenige Prozentpunkte genau, mit welchem Ertrag er rechnen kann. Die Einnahmen sind somit als eine Gebühr für seine Dienstleistung zu sehen. Für den Steuerpflichtigen war dieses Urteil nicht nur von Nachteil, denn aufgrund der Umsatzsteuerpflicht konnte er auch die in Zusammenhang mit seinen Umsätzen angefallene Vorsteuer geltend machen. Ein externer Datenschutzbeauftragter ist gewerblicher Unternehmer, auch wenn er zugleich als Rechtsanwalt tätig ist. Er übt keine freiberufliche Tätigkeit aus. Geklagt hatte ein selbstständiger Rechtsanwalt, der im Bereich des IT-Rechts tätig ist. Nebenbei arbeitete er als externer Datenschutzbeauftragter für größere Unternehmen. Das Finanzamt stufte diese Tätigkeit als gewerblich ein. Es setzte Gewerbesteuer fest und forderte den klagenden Anwalt auf, Bücher zu führen und Abschlüsse zu machen, da der Gewinn über der Gewinngrenze von 60.000 Euro nach § 141 AO lag. Der Einspruch und die nachfolgende Klage des Anwalts vor dem Finanzgericht blieben ohne Erfolg. Und so saß jetzt auch der BfH und wies die Revision zurück. Ein externer Datenschutzbeauftragter übt keinen Katalogberuf oder eine diesem ähnliche Tätigkeit im Sinne des § 18 Absatz 1 EStG aus. Auch die Voraussetzung einer begünstigten sonstigen Tätigkeit im Sinne von § 18 Absatz 1 Nummer 3 EStG sind nicht erfüllt. Ein spannendes BfH-Urteil gab es zu dem Weiterverkauf von Champions League-Tickets. Entgegen dem Finanzgericht Baden-Württemberg entschied der BfH jetzt, dass diese Fußballtickets unter die Kategorie andere Wirtschaftsgüter fallen und der Weiterverkauf innerhalb eines Jahres somit zu einem privaten Veräußerungsgeschäft führe. Im Urteilsfall hatte der Steuerpflichtige zwei Champions League-Tickets zu einem Preis von 330 Euro zugelost bekommen. Der nicht fußballinteressierte Steuerpflichtige veräußerte die Tickets für knapp 3.000 Euro weiter. Das Finanzamt erfasste den Gewinn als privates Veräußerungsgeschäft und erhob darauf Einkommensteuer. Der BfH bestätigte jetzt, zu Recht, ein erzielter Gewinn ist zu versteuern. Das war's für heute. Weitere interessante Themen finden Sie auf Instagram, Facebook und Twitter. Die Steuernachrichten haben Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie gerne hier unten unseren YouTube-Kanal. Das erste Thema finden Sie noch einmal ausführlich hier oben in der Infobox. Bleiben Sie zu Hause und nutzen Sie das umfangreiche Weiterbildungsangebot der Haas GmbH. Digital abrufbar, jederzeit von zu Hause. Tschüss und bis zum nächsten Mal.